Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Demo, und zwar heißt das Spiel NyxQuest. Und das Ganze ist blind. Und ja, ist ein Demo und wir spielen es einfach mal. Neues Spiel. Also das Ganze ist nicht blind, ich habe es vorhin schon ein bisschen angespielt. Die Story erkläre ich mal kurz. Ja, irgendwie ein Typ hat diese Frau, die ich jetzt gerade spiele nachher, gefunden. Sie waren gute Freunde, er kehrte zur Erde zurück und seine Flügel fielen ab und er konnte nicht mehr fliegen und es ist irgendwo auf dieser Erde und ich muss ihn suchen und ja. Und ich kann fliegen, wie ihr sehen könnt. Und ja, ich wollte es vorhin aufnehmen, aber mein Mikro war zu leise und man konnte mich fast nicht verstehen. Und ja, das war halt wirklich schade. So. Ihr seht, mit W kann ich fliegen. Und wenn ich dagegen laufe, verschiebt es das. Und einen Lebenspunkt habe ich jetzt erhalten. Und ja, dieses Sand. Also ich darf keinen Sand berühren, weil der zu heiß ist. Und so verliere ich Lebenspunkte oder sterbe sogar. Oh, hier ist nichts drin. Dann gehen wir weiter. Punkt. Oh mein Gott. Komm jetzt. Normal. Streng dich mal an! Ja, vergessen wir es. Alter. Vorsicht, eine Harpie. Die verfolgt mich. Oder die darf ich auch nicht berühren, ansonsten möchte mit die mich töten. Kein Problem für mich. Aufkomme. So. Ah, Mann. Komm ich doch noch hin? Mann, die sollte ich mal anstrengen. Was ist mit dir los? So, komm. Okay, auf, ist out. Komm, beweg dich. So, was machen wir? Weiter. Schnell. Go, go, go. Da, was mach ich hier? Auf. Ja, beweg dich. Und Speicherpunkt erreicht. Der Boden fällt zusammen. Naja, ist noch ziemlich einfach gestaltet, aber ich muss sagen, der Hintergrund sieht doch recht nice aus, also vom grafischen... Wow, her. Oh, das gibt ja um. Vom grafischen her sieht es doch recht nicht sehr schlecht aus. Ah, komm. Der kann mal nicht gut Deutsch. Naja, ist wahrscheinlich auch erst neu im Stützkurs. In einem Stützkurs für Deutschanfänger. So, wir haben eine Fähigkeit erhalten. Und zwar können wir jetzt Dinge heben. Und zum Beispiel diese Statue können wir heben. Auf, also bewegen. Und jetzt können wir hier auf diese Hand springen, damit wir nicht auf den Sand kommen, der Schaden machen würde. Und auch diese können wir bewegen. Ganz einfach. Runter und darauf bewegen. Rauf, runter und darauf. Jetzt kann ich mich ja nicht nach oben ziehen. Und dann nicht das Ganze überfliegen. So. Und hier habe ich mich vorhin, als ich das zum ersten Mal
Spiel selbst zerquetscht, indem ich einfach stehen geblieben bin und den Stein habe ich auf mich fallen gelassen. Und hier kommt der Runde Surfen. Das ist richtig witzig irgendwie. Also die Idee ist ziemlich gut eigentlich. Also für den Entwickler her. Das macht mir Spaß. Das ist auf jeden Fall. Ja, es macht mich schon irgendwie an, dass die Vollversionskarten, es mich unternimmt, was noch irgendwie kommen könnte, also an Hindernissen und so weiter und so fort, und an Ländern. Das Spiel kostet, wenn ich mich erinnere, irgendwas mit 10, ja knapp 10 Euro. Ist halt schon, ja, 10 Euro. Weiß nicht, ja. So, oh mein Gott. Komm her. So, rauf mit dir. Und wuhu! Nee! Flieg, flieg, flieg! Und knapp geschafft. Und oh ja. Und wir surfen durch den Sand. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Renn, renn, Lauflampe. So. Ja, und hier ist das Thema schon zu Ende. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und ja, schaut euch meine anderen Videos an. Abonniert mich, schreibt Kommentare, bewertet es, etc. pp. Macht was ihr wollt. Mir eigentlich egal. Doch, nee, ist mir nicht egal. Es wäre super, weil es mich motiviert, weiter Videos zu machen. Ja, schreibt, was ihr von diesem Spiel haltet. Das ist nämlich Wunder. Also, kleines Fazit, es hat irgendwie schon noch was, also vom Style her und so weiter, hat es schon recht Spaß gemacht. Aber auf Dauer, keine Ahnung, 10 Euro, nee, weiß nicht. Ja, bis dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, morgen, was auch immer. Ja, bis dann.